Wunderschönen Freunde, sondern herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ganz besonderes Video heute, denn ihr seht, ich befinde mich schon im Auto und wir fahren zum Flughafen, um die schon vorab angekündigte besondere Person abzuholen. Ich bin aber heute nicht alleine, nein. Hallo Miles, hallo Babybär. Kommst du mit Papa? Guckst du gerade ins Display und schaust auch, ob du das bist? Tatsächlich, heute Morgen, als ich losgehen wollte, hat sie gesagt, sie will mitfahren, weil sie wahrscheinlich dachte, wir machen die Bagatur mit dem Scooter. Und haben uns dazu entschieden, dass ich die kleine Maus mitnehme, denn Sabibo kann jetzt schön die Ankunft und auch das gleich darauf folgende Frühstück vorbereiten, denn es ist noch relativ früh. Kleine Maus kann natürlich nicht warten, deswegen haben wir hier schon mal Frühstück für dich. Was magst du am liebsten? Apfel, Banane oder Karotte? Apfel? So, Maus, wir sind angekommen. Mach aus. Domodicini? Ja, ja. Okay, Magazzi. Wollen wir mal schauen, wo er sich versteckt? Ich habe das Geschlecht schon verraten. Was ist er denn? Guck mal. Guck mal, wer da ist. Guck mal, wer da ist. Oh, Schüchternbär. Wer ist das denn noch? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich auch. Ja. Geil. Schön, dich zu sehen. Oh. Geil. Ja. Wie geht's? Gut. Boah, mega lange nicht gesehen. Auf Tja, jeden. Es ist mein Bruder. Alter, wie braun du bist. Wie braun ich bin? Echt? Ich bin voll wie Weißwurst. Weißwurst, ja. Deswegen bist du ja hier. Wir arbeiten dran. Lamina. Kannst du dich gar nicht mehr dran erinnern? Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war Ostern. Ostern, als ihr in Deutschland wart, ja. Ja. Ansonsten war Telefon. Erstes Mal Indonesien. Und? Erster Eindruck? Jakarta? Ja, Betonklotz, ne? Also nicht so richtig schön, aber richtig nette Leute. Also super geil. Danke an Steve G nochmal an dieser Stelle für die Recommendation. Natürlich sind wir ins selbe Hotel gegangen. Wir, Sebastian. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen mehr berichten. Jetzt fahren wir erstmal nach Hause, denn es wartet leckeres Frühstück auf uns. Sehr gut. Hast du schon was gegessen? Nee, heute okay. Noch nicht. Let's go. Cool, doch, ich habe so einen richtig ekligen, so ein komisches Brot im Flugzeug gekriegt. Ist auch eine Billig-Airline, glaube ich. Ja, also, dass du hier eine Billig-Airline erwischt in Indonesien, Wahrscheinlichkeit ist es eher sehr hoch. Immer Garuda fliegen, Leute, immer Garuda. Mit wem bist du geflogen? Batik Air. Batik Air. Aber dieses Lion Air Symbol war überall auf den Fliegern drauf. Lion Air. Wovon mir auch vehement abgeraten wurde. Bevor wir einsteigen, das wollte ich tatsächlich hier nochmal festhalten. Das ist ganz geil auch mit dem Kontrast mit den Schuhen, ne? Weil meine Schuhe hell sind und deine dunkel. Weißt du, wie hier anziehen muss. Krass! Ja, mal gucken, wie ich in 3 Wochen aus. Ja, wir werden dich ein bisschen zum Terrassenarbeiten rausschicken. Sehr gut. Dann wirst du hab ich auch Bock drauf. Gut verbrennen. Bei Steve G war da so weiß und dann pink. Und dann rot. Aber Steve G hat auch so eine richtig weiße Haut. Ja, ja. Doch. Von daher, ich glaube, ich werde eher braun. Brudi, geil, dass du da bist. Das ist auch echt geil. Endlich. Ja. Gefühlt hat es eine Ewigkeit gedauert. Ja, liebe Leute, was soll man sagen? Wir haben uns in einem Atemzug komplett durchunterhalten bis hierher. Wir sind tatsächlich an den Toren Tampa Hills jetzt gerade angekommen. Wir haben viel aufzuholen, Bruderherz. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du hier bist. Und jetzt ist natürlich der Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt angekommen, wo wir das erste Mal die Villa Chivo sehen von hier unten. Da oben. An der Seite. Jetzt geht's los. Guck mal, hier nochmal richtig schön die Dorf-Experience. Man fährt hier durch. Was auch schön ist, die haben jetzt ihre Häuser alle so in bunten Farben angemalt. Und jedes Mal, wenn wir hier vorbeifahren, dann zeigt Mila auf die Häuser. Und macht sie immer so, ah, welche Farbe, ne? Und dann sagt die mal, zu grün sagt die Grease. So eine Mischung aus Griechenland und Green. Und hier blau sagt die mal Bau. Das ist richtig süß. Ah, hier sind wir. Ja, das kenne ich. Guck mal, wie lustig. Das ist super witzig, dass man so vieles kennt, aber... Alles nur jetzt aus sieht man dem mal die echten Dimensionen auch und so vor allem. Ja. Du hast ja meinte gerade so, krass, dass das so hoch ist. Das ist so groß. Man sieht das natürlich in Videos, das, was ihr hier gerade seht. Wir können euch sehr vieles zeigen, aber ihr könnt nicht wahrnehmen, was die Dimensionen sind. Wie groß, wie weit. Noch nicht, Lushan. Komm, Baby. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Du musst einmal die Flasche nehmen. Easy, easy.
Aber jetzt ist auch gerade die Zeit. Gut am Backen. Gut am Backen, ja. Das Schöne ist, sobald wir jetzt gleich in der Butze drin sind, ist es nicht mehr so heiß. Ja, das Gute ist, alles unter Kontrolle. Richtig krass, jetzt hier zu sein. Den haben wir gerade gepflanzt. Übrigens. Den neuen Frangipani hier. Das ist echt unnormal. Der Ausblick ist der Hammer. Ja, die Zipline, ne? Das war mal die Zipline. Ja. Hat leider nicht funktioniert, müssen wir wieder abbauen. Herzlich willkommen in der Villa Cibo. Das sieht so krank aus. Hallo, hallo. Herzlich willkommen in der Villa Cibo. Hallo, Mausepina, hast du Onkel auch abgeholt? Sie wollte unbedingt mitkommen, ne? Voll süß. Sie wollte nicht mit Mama bleiben. Ja. Zu den letzten 2 Tagen, wo ich krank war, 3 Tage ist sie zum Papakind mutiert. Sie versteht langsam, wer der coolere hier ist, na schwach. Ich freue mich. Ich bin Katze. Katze. Hey, Cameron, how are you? Nice to meet you. So, wir kommen jetzt erstmal an. Dann geht's. Habt ihr schon gefrühstückt? Ja, wir haben schon gefrühstückt, aber für euch ist schon alles vorbereitet. Baby! Ja, Schatz, wir waren hungrig. Ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen. Das war meine erste Mahlzeit. Das ist okay. Sabibu, geht's wieder gut. Sie ist wieder gesund. Das ist der erste Tag wieder, wo ich fit bin. Sehr gut. Deswegen immer schön dankbar für die Gesundheit sein. Absolut. Freunde. Wir können ja hier das Frühstück einmal vorbereiten und dann können wir einmal deinem geliebten Bruder, dem lieben Sebastian, einmal sein Zimmer zeigen. Machen wir. Vielleicht in diesen 3 Wochen besteht die Möglichkeit, dass das Haus komplett fertig wird. Ja, finalisiert wird. Beziehungsweise, das heißt komplett nicht, so, aber so weit fertig, dass wir wieder hochziehen können. Genau. Ja, okay. Steve G hat es leider nicht geschafft. Da haben wir drauf gewartet, aber in 4 Monaten hat leider nicht geklappt. Guten Morgen, Lea. Morning. Geht's dir gut? Gut. Und euch? Also, besser kann es gerade nicht gehen. Ist einer von Sugar's Specialties. Der Saft? Ja. Geil. Noch eine andere Specialty. Frühstück von uns. Leckerer Bagel. Wir mampfen jetzt erstmal eine Round und dann zeigen wir Bruder Herz die Butze. Die kleine Butze hier. Was hast du denn da mitgebracht? Neue Schuhe. Für Sabibu? Genau. Nee, für mich hier, wegen der Landschaft. So schöne neue Schuhe, mal anprobieren. Die sehen ja toll aus. Wow, wer hat denn so schöne Schuhe? Guck mal, Maus. Cool. Wow. Von Oma. Von Oma? Oma hatte Angst, dass sie, wenn sie das nächste Mal sieht, sie Schuhgröße 81 hat und die nicht mehr passen. Aber die sind auf jeden Fall noch ein bisschen groß, aber die sind wunderschön, ne? Ganz viele schreiben ja jetzt auch, dass sie derbe Ähnlichkeit mit Cheng hat. Siehst du das auch? Guck mal, Baby, sehr gut, komm her. Das ist doch nicht mein. Die haben doch beide den, also es ist kein Silberblick, will ich jetzt nicht sagen, von Vatern geerbt. Dass von Vatern? Ja, dass die Augen ein bisschen auseinandergehen. Das habe ich bei Mila vorhin andersweise auch gesehen. Das ist mir ja noch nie aufgefallen, weder bei euch noch bei mir. Also ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass die Augen so geformt sind. Weil ich merke das nicht, wenn du so leicht zur Seite guckst, dann hast du hier wesentlich weniger Augapfel auf der Seite, der noch frei ist, als hier. Und es dadurch halt so wirkt, als würde man in 2 verschiedene Richtungen gucken. Also man guckt jetzt nicht so chameleonmäßig in 2 verschiedene Richtungen. Wäre auch cool. Aber es ist schon so ansatzweise. Cat zieht durch. Kann ich gleich nochmal den Fortschritt zeigen. Für die nächsten 3 Wochen. Ist ja auch ein bisschen was passiert. Ja. Richtig krank. Und ich habe mich vorhin gefragt, warum das hier so geil riecht. Das sind hier die Räucherstäbchen, ne? Ja. Das ist ein unbezahlbarer Ausblick. Unbezahlbar ist nicht ganz korrekt. Normal. Bald kann man es bezahlen. Ja, wir können ja einmal kurz raus. Rosa ist jetzt gerade zur Regensaison. Das kann ich schon wieder nicht. Wieso? Hast du Höhenangst? Wegen Höhenangst. Aber es... Oh Gott. Es ist richtig krass. Ich habe so doll Höhenangst bekommen auch. Irgendwie über die Jahre, weiß ich auch nicht. Ich habe auch ein bisschen Höhenangst, aber das ist ja noch nicht hoch, würde ich sagen. Boah, ja doch. Wenn du hier runterfällst, passiert dir was. Also, wenn du hier runterfällst, dann bist du deine Gliedmaßen los. Man fällt hier ja auch nicht runter, das ist so eine super irrationale Angst. Also ich glaube, es wäre was anderes, wenn hier ein Balken wäre. Dann hätte ich so eher... Ich weiß ja, dass es nicht gerechtfertigt ist, aber ich kann nichts dagegen.
Und hier unten wurde tatsächlich jetzt gerade alles aufgekauft, ja, aber von Tampa. Okay. Zum Glück, weil vorher hat das einem Balinesen gehört und dann war unser Gedanke nur so, okay, wenn der jetzt hier irgendwelche Hochhäuser hochzieht, dann wären wir natürlich really am Ass. Dieses Areal ist eigentlich nicht dafür vorgesehen, weil die ganzen Hotels im Mandalika-Areal in Kuta gebaut werden. Aber wer weiß, was hier gebaut worden wäre. Tampa hat jetzt die ganzen, oder das ganze Dorf, die ganzen Bewohner da unten umgesiedelt. Umgesiedelt und zwar hier um die Kurve. Das hat den Hintergrund, dass alle, die legal ein Zertifikat besitzen für ein Land, unterstützend Materialien und Gelder bekommen haben, um sich halt für dieses Mandalika GP und so weiter hier vorzubereiten. Vielleicht auch irgendwie, hatte ich dir vorher schon gesagt, irgendwie so einen kleinen Homestay oder sowas zu bauen, um halt auch Leute beherbergen zu können. Nur die hier unten haben kein Zertifikat, weil sie illegal nur auf Duldung quasi des Balinesens hier auf seinem Land wohnen durften. Das heißt, die haben keine Unterstützung bekommen. Hätten rein theoretisch, wenn der Balinese gesagt hätte, okay, ich will jetzt hier bauen, hätten sie sich alle verpieseln müssen. Ja. Was Tampa jetzt gemacht hat, Tampa hat Land gekauft. Hier vorne hinter diesem Berg, vorne direkt an der Straße. Richtig bis gut. Zur Straße hin quasi, ne? Genau. Und die haben jetzt alle ein Zertifikat geschenkt bekommen. Die bauen jetzt da vorne ihre Häuser. Und hier wird alles nach und nach platt gemacht. Du siehst, die haben schon ihr Haus abgebaut. Das ja, sind das so ist die ja Leftovers. Jetzt hier ein Haus. Und hier vorne, und dieser vorne ganze die Bereich. Kleine Siedlung dann. Genau. Aber jetzt macht Tampa hier was Schönes, sodass wir halt auch die Sicherheit haben, dass es nicht vom View her zugebaut wird. Voll gut. Ja, herzlich willkommen in deinem Zimmer. Danke. Ah, ist schon übelst bequem. Das Geile ist, wenn man hier dann so eine Decke oder sowas auslegt und dann mit Kissen, dann schön mit dieser Aussicht, das ist schon ganz nice. Welche Aussicht? Welche Aussicht? Also ich finde die Aussicht ganz cool. Wenn wir noch ein bisschen tiefer hängen, dann können wir unten durchgucken. Wenn du so chillst, dann kannst du hier noch dein Drink hinstellen, dein Bierchen, noch mit einer Decke, mit ein paar Käse. Gibt's eigentlich hier so typisch indonesisches Bier? Ha, Brudi, da musst du Steve G fragen. Wir haben Bintang, nennt sich das. Ja. Bintang ist indonesisch, heißt Stern. Sternhagelvoll ist dann quasi das Resultat daraus. Falls die Leute denken, dass man einfach in die Villa Chibo kommen kann und umsonst in den Gästezimmern wohnen kann, nee. So nicht. Dafür muss man erstmal hart arbeiten. Guck mal, Sebastian ist gerade angekommen und hat direkt die Schaufel in die Hand gedrückt bekommen und darf jetzt erstmal ein bisschen schaufeln. Aufnahmeprüfung. Guck mal, er sagt gerade so, fuck meine Hose, weil so ein bisschen Staub dran ist. Unsere feinen Sachen sehen so aus. Sollen wir wieder hochgehen? Da kommt Milas Haus hin. Ja, Freunde, hier kommt das Häuschen für Mila hin und hier unten hat Cat jetzt in den letzten Tagen schon mal alles schön präpariert mit Autoreifen. Ich glaube, sie möchte gerne hier laufen, weil es ist nicht so gut, oder? Panikmoment. Da haben wir tatsächlich letztens mit Matthias drüber gesprochen, dass früher viel mehr physische Arbeit verrichtet wurde und jetzt die Leute nur vor dem PC sitzen und sich gar nicht so mehr anstrengen körperlich. Die Evolution ist viel zu langsam. So, Freunde, sieht nach Regen aus, beziehungsweise es fängt schon an zu tropfen. Ja, Mama ist hier. Aber tatsächlich muss ich sagen, neulich hat es angefangen zu tropfen und dann hat es doch nicht mehr geregnet. Komm, Bibi, hilfst du mir? Ja, sehr gut. Viel Spaß beim Blurren. Fliesen sind angekommen. So, das heißt, dass Badezimmer vom ersten Gästezimmer. Das ist zu dunkel, Freunde. Ich kriege Ärger von Cheng. Die haben gesagt, nur ein bisschen schwer. Dricke bra. Oh, noch mehr! Hey, hey, Anton! I'm good. How about you, Miss Sabrina? Very good. Very good, very good. Good to see you. Thank you. I'm happy again. Sehat. Sehat. Denn schon ganz bald werden diese Fliesen entfernt aus dem Badezimmer und dafür kommen diese wunderschönen Fliesen hier rein. Das sind die gleichen, die wir in der Küche haben. Was ist eigentlich mit denen? Sind die schon inzwischen angekommen bald? Könnte sein, aber das wird eine extra Lieferung sein. Ja, aber guck mal, wann wir bestellt wurden. Wir sind ja schon über einen Monat wieder hier zurück. Ja, also müsste eigentlich schon. Ich frage die gleich mal. So, was geht? Ich sehe, hier wird fleißig entspannt. Ja, endlich. Ich konnte die ganze Zeit nicht schwimmen, wo ich krank war. Jetzt muss ich alles nachholen. Ja, sehr gut. Genieß es. Das Wasser ist jetzt nach der Windsaison auch endlich sehr, ja, sehr entspannt und begehbar. Während der Windsaison wird es tatsächlich relativ zügig kalt. Kalt?
Ja, nee, ist wirklich kalt. Aber kalt für ihn ist natürlich, er kommt gerade aus Deutschland. 5 Grad ja, nachts, also minus gerade. Nochmal schön einen reindrücken für alle deutschen Zuschauer. Wobei, ich habe gehört, war jetzt richtig schönes Wetter gerade. Echt? Ja, in Köln zumindest. Er denkt sich so, nice, Hamburg. Am Ass. Gut, ja, die Sonne geht gleich unter. Die erste Rötung ist schon am Start. Gier ist bereit, bisschen Testfliegen. Sabibo fliegt gleich FPV aus dem Pool, the first time. Hier, Taucherbrille. Wir genießen auf jeden Fall, wir werden die nächsten Tage meinem Bruder natürlich das ganze Areal nochmal zeigen, so wie das Lombok-Leben ist. Wir werden die Kamera natürlich auch mitnehmen für euch. Nee, er hat oben auch noch nicht gesehen, aber wir können es ja auch bewahren. Nee, das machen wir alles noch, auf entspannt. Willst du ihn hier ankeppen? Du schaffst ihn nach oben. Kettberger. Nee, ich denke mir halt, dass heute der letzte... Ich war schon den ganzen Tag hier jetzt. Ja. Und oben war ich einfach noch nicht. Ja. Aber muss man halt auch nicht. Muss man auch nicht. Ist so schön hier unten, das reicht aus. Nee, weil die heute den letzten Arbeitstag jetzt oben hatten, schätzungsweise vielleicht morgen noch zusätzlich. Ja, der Boden oben wurde ja noch gar nicht gegrindet. Ich habe das gesehen, ne? Ja. Das ist ja ultrabraun. Wieso lassen den Boden? Die meinten nämlich, wir sollen das jetzt nicht grinden, weil das jetzt abfährt noch von Holz, von den Fenstern. Schatz, wäre ja so eine Katastrophe, das so zu lassen. Catastrophe, welcome to our life. Ja, gucken wir mal. Nee, ich dachte, die räumen da jetzt schnell auf, weißt du, und dann können wir meinem Bruder das zeigen, wenn es fertig ist, aber das zieht sich vielleicht noch ein bisschen. Na, schauen wir mal. Du bist ja jetzt 3 Wochen hier. Wir haben einiges zu sehen und auch dann für euch zu zeigen. Wir nehmen euch mit. Abschließende Bilder, Sonnenuntergang, FPV, let's go. So. Werdet ein Teil von Team Chibo. Ja, Cheesy. Cheesy. Stay positive und Cheesy Kowski.